Ein Auto mit Maschinen zu polieren, ist für viele einschüchternd und die Realität ist, das ist zu Recht so, weil es gibt verschiedene Maschinen. Es gibt Rotationspoliermaschinen, Exzenterpoliermaschinen, es gibt Mischformen wie ein Zwangsexzenter. Dann gibt es ja verschiedene Pads, die man da kann drauf tun. Dann gibt es verschiedene Stützzellengrößen, das heißt, wir haben unterschiedlich grosse Pads. Dann haben wir verschiedene Polituren, von grob bis mittel bis fein, wo man ja alles wissen muss, wie man es einsetzt. Und dann kommt es ja auch noch darauf an, dass man die richtige Technik verwendet, damit man da ohne Grauschleier, ohne Hologramm oder sonst etwas poliert. Wie gesagt, von Maschinen polieren ist für viele einschüchternd und das ist auch so. Wenn euch das interessiert, wie ihr das auch herkriegt, weil ganz so schlimm und kompliziert ist es dann am Ende vom Tag doch nicht. Unser Leitmotto von der Sonax Detailing Academy Schweiz ist nämlich, jeder kann polieren. Dann kommt ihr mal zu einem Kurs von uns. Ihr könnt euch unter academy.sonax.ch für die Kurse anmelden. Und dann verspreche ich euch, nach einem Tag kann jeder von euch polieren. Jetzt ist aber in diesem Video eine andere Frage, die ich für euch beantworten will. Nämlich, was ist denn jetzt, wenn ich keine Lust habe, darauf, mich in das ganze Thema Polieren einzuschaffen? Ich will keinen Kurs besuchen, ich will mir keine teuren Maschinen, Pads, Polituren usw. besorgen. Ich will einfach nur mein Auto von Hand polieren, sodass es nachher wieder besser aussieht, sodass vielleicht feine Kätzchen weg sind, sodass es nachher wieder schön glänzt. Und genau das würde ich euch in dem Video nämlich zeigen. Ich habe euch hier nochmal alles hergelegt, was ihr für die Handpolitur braucht. Und ihr seht, das ist wirklich nicht viel. Ihr braucht Mikrofasertücher, mindestens eins, ich empfehle euch eher 3 bis 4. Ihr braucht den Sonax P-Ball. Die Handpolierhilfe gibt es aber grundsätzlich auch von anderen Herstellern. Wie gesagt, da ist ein Polierpad im Set schon dabei. Ihr könnt aber da grundsätzlich alle Polierpads drauf tun, die einen Durchmesser von 75 bis 90 mm haben. Ich würde euch auch hier empfehlen, besorgt euch 3 bis 4 Polierpads. Und das Wichtigste oder das, was immer die meisten Fragen gibt, ihr braucht eine Politur, beziehungsweise welche Politur braucht ihr? Und zwar ist es jetzt nämlich ganz wichtig, dass man ein bisschen Erwartungsmanagement betreibt. Wir können und wir dürfen nicht erwarten, dass man mit einer Handpolitur die gleiche Ergebnis herkriegt wie mit einer maschinellen Politur. Das liegt an ganz einfacher Mathematik. Poliermaschinen drehen sich im niedrigsten Fall mit ein paar hundert, im besten Fall mit ein paar tausend Umdrehungen in der Minute. Um die paar tausend Umdrehungen in der Minute von Hand zu erzeugen, brauchen die Oberarme wie der Popeye und sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und realistischerweise hat keiner von uns Zeit und Lust, sein Auto wochenlang zu polieren. Und genau darum wird eben eine spezielle Art von Polituren für die Handpolitur empfohlen. Moderne Polituren haben Polierkörper drin, die grob anfangen und sich dann immer feiner zerlegen. Damit der Zerlegungsprozess stattfinden kann, brauchen die Polierkörper aber die Umdrehungen auf dem Lack oder sie brauchen den Druck oder sie brauchen eine gewisse Zeit. Realistischerweise schaffen wir es von Hand nicht, die Polierkörper komplett zu zerlegen. Und darum ist es eben nicht ganz ideal, wenn man Polituren, die für eine maschinelle Verarbeitung ausgelegt sind, von Hand verwendet. Und da kommen jetzt eben solche Polituren ins Spiel, die unter anderem für die Handpolitur entwickelt worden sind und ausgelegt sind. Einschub. Auch diese Politur könnt ihr mit einer Maschine verarbeiten, Einschub zu Ende. Weil da drin halt Polierkörper sind, die sich in dem Sinn schneller zerlegen und mit weniger mechanischen Einflüssen zerlegen. Und das hilft uns, auf dem Lack ein besseres Ergebnis zu erzeugen. Darum empfehlen wir so etwas wie die Sonax Extreme Ceramic Polish All-in-One. Das ist nämlich ein Vertreter von einer speziellen Kategorie von Polituren. Der Name sagt es schon. All-in-One. All-in-One bedeutet, das ist nicht nur eine Politur, sondern da sind auch noch zusätzlich Versiegelungsbestandteile drin, die als Füllstoff agieren können. Füllstoff bedeutet nichts anderes, als dass wir die leichten Lackdefekte, die wir hier drauf haben, mit dieser Politur nicht nur entfernen, sondern auch ein bisschen auffüllen. Und das ist jetzt eine wichtige Unterscheidung. Wenn wir Lackdefekte entfernen, dann entfernen wir Klarlack. Das heisst, wir tragen den Klarlack so lange ab, bis wir das tiefste Niveau von einem Kratzer erreicht haben. Das ist eine permanente Lösung. Wenn wir die leichten Lackdefekte aber mit etwas auffüllen, sodass wir sie von Augen nicht mehr wahrnehmen, sie sind aber eigentlich noch da, dann ist das immer nur eine temporäre Lösung, weil die Füllstoffe werden sich durch das Waschen, durch Witterungseinflüsse und durch das Fahren mit der Zeit abtragen. Das heisst, das muss man irgendwann wieder machen. Dafür haben wir weniger Klarlack abgetragen. Und genau darum eignet sich eben die All-in-One-Politur so gut für eine Handpolitur, weil uns die einfach helfen, aufgrund von weniger Kraft, die wir einfach bei der Handpolitur haben im Vergleich zu der Maschinenpolitur, trotzdem gute Ergebnisse zu erreichen. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Polieren starten, müssen wir jetzt aber noch ganz kurz über die entsprechende Vorbereitung vom Auto reden, weil egal ob wir von Hand oder mit Maschine polieren, je besser wir den Lack vorbereiten, desto besser wird auch nachher das Ergebnis sein. Mindestens solltet ihr das Auto vorher sauber waschen. Das heisst, auch wenn mir das Herz blutet, das zu sagen, aber fahrt doch mindestens schnell durch die Waschanlage durch.
damit euer Auto sauber ist. Wir sind halt ganz klar Freunde und Fans von der Handwäsche. Oh. Oh Gott. 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 Oh God. I'll have what she's having. Das heisst, ihr braucht einen Wascheimer, ihr braucht ein Autoshampoo und ihr braucht einen Waschhandschuh, einen Waschschwamm oder ein Mikrofaserwaschpad. Mit dem wäscht ihr das ganze Auto, damit der ganze Schmutz, der auf dem Auto drauf ist, drinnen ist. Wenn ihr das gemacht habt, könntet ihr grundsätzlich jetzt mit der Politur starten. Wenn ihr nochmal ein bisschen mehr wollt aus dem Ergebnis und aus eurem Lack rausholen, dann würde ich euch einen Dekontaminationsprozess empfehlen. Das heisst, wenn ihr Teer auf dem Auto drauf habt, holt euch einen guten Teerentferner. Wenn ihr Baumharz habt, gibt es von der Sonax zum Beispiel einen guten Baumharzentferner. Das, was aber die meisten von uns drauf haben, insbesondere wenn das Auto noch nie poliert und gepflegt worden ist, ist vor allem Flugrost. Und da besorgt ihr euch eine Flasche Flugrostentferner, sprüht die aufs ganze Auto drauf. Ihr seht dann, wenn die chemische Reaktion stattfindet, nämlich wenn sich die Eisenpartikel mit dem Mittel verbinden und anfangen zu reagieren, dann nehmen sie eine rötliche, purpurne Farbe ein. Das läuft dann runter, schaut auf die Einwirkzeit, die auf der Flasche draufsteht und dann spült ihr das Ganze ab. Und wenn ihr dann noch das letzte Quäntchen rausholen wollt, dann empfehle ich euch auch noch das Auto zu kneten. Beim Kneten könnt ihr entweder eine klassische Lackknette oder so etwas wie unsere Sonax Clay Disc verwenden. Ihr braucht ein geeignetes Gleitmittel, da könnt ihr den grünen Sonax Scheibenstar verwenden. Der sprüht auf den Lack auf und dann dünnt ihr mit dieser Scheibe, meine Empfehlung, in geraden Bewegungen über den Lack drüber fahren. Ihr werdet schon merken, am Anfang ist das relativ grob, es fühlt sich ein bisschen kratzig an. Und je öfter ihr über die Fläche drüber fahrt, desto feiner und desto glatter wird das. Es gibt kaum ein anderes Gefühl in der Autopflege, was so befriedigend ist, wie den Lack anzulangen, nachdem er geknetet worden ist, weil er dann so unglaublich schön glatt ist. Und dann, nachdem, habt ihr eben alles entfernt, was an Schmutz auf eurem Auto drauf ist. Und dann sind wir jetzt bereit und könnt uns das Polieren anschauen. Ihr seht, ich habe mir hier schon eine Fläche vorbereitet. Was viel wichtiger aber noch ist, ihr seht jetzt hier eine ganz, ganz wichtige Lektion, wenn es ums Polieren geht. Egal, ob wir von Handpolitur oder Maschinenpolitur reden. Ohne entsprechendes Licht können wir unsere Ergebnisse nicht beurteilen. Ich meine, ihr seht jetzt hier wunderschön mein Spiegelbild, aber ihr seht nicht, ob jetzt der Lack irgendwelche Defekte hat oder nicht. Im Gegenteil, man würde doch jetzt einfach sagen, das glänzt wunderbar. Und was will man jetzt da noch grossartig polieren? Und noch schlimmer wird es eben, wenn man da aus einem ganz flachen Winkel in den Lack hineinschaut. Und das sind immer so Spezialisten, die diese Bilder posten, um zu zeigen, was für ein Polierergebnis sie erzeugt haben, obwohl diese Bilder gar nichts aussagen. Und das seht ihr jetzt sehr, sehr deutlich. Weil jetzt, wenn ich mit einer starken Lackkontrolllampe da drauf leuchte, jetzt sehen wir, dass der Lack ganz, ganz schlimme Defekte hat. Und wenn ich die wieder wegnehme, dann sieht man gar nichts. Ihr würdet glauben, der Lack ist sauber, obwohl ihr seht, dass der ziemlich in einem schlechten Zustand ist. Polieren selber ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Ihr nehmt euch da die Sonax Ceramic Polish All-in-One und schüttelt das Ganze nochmal gut schütteln. Das gilt generell für alle Chemikalien, solange nichts anderes auf diesen Flaschen draufsteht, immer nochmal gut schütteln. Dann gebt ihr euch, da oben das Verschlusskäppchen öffnen, gebt ihr euch ein bisschen etwas, ungefähr die Menge, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Moment, jetzt müssen wir vom Licht her schauen, dass ihr das auch seht. Jetzt, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger macht jetzt da nicht einen riesengroßen Unterschied, aber das ist etwa die Menge, die ihr braucht. Und jetzt können wir anfangen zu polieren. Ich werde jetzt logischerweise da nur das Viereck bearbeiten. Eine Frage, die aber sehr häufig in diesem Bereich gestellt wird, ist, wie gross ist denn die Fläche, die ich auf einmal mit dieser Menge Politur bearbeiten kann? Und da habe ich eine ganz einfache Faustregel für euch. Ihr nehmt die Länge von eurem Unterarm und macht mit dem ein Viereck. Und das ist ungefähr die Fläche, die ihr auf einmal mit dieser Menge Politur bearbeiten könnt. Gut, am Anfang verteilt mal ein bisschen die Politur auf dieser Fläche, die ihr bearbeiten wollt. Und dann könnt ihr aussuchen. Ihr könnt das so in kreisenden Bewegungen machen. So wie ich jetzt hier in dieser Fläche mache. Ihr könnt das in geraden Bahnen machen. Wenn ihr das in geraden Bahnen macht, schaut, dass ihr es im Kreuzstrich macht. Das heisst, zuerst von oben nach unten und dann von links und rechts.
Ganz wichtig ist bei der Handpolitur, wir müssen ja die fehlenden Umdrehungen von der Poliermaschine ein bisschen ausgleichen, indem wir halt mehr Druck geben. Also ihr müsst schon wirklich da ein bisschen Druck auf den Lack geben, damit ihr die Politur könnt verarbeiten könnt, damit die Polierkörper das machen können, was sie eigentlich sollen. So, ganz häufige Frage, wie lang muss ich das machen? Ihr seht, sobald die Politur anfängt, transparent zu werden, am Anfang ist sie relativ milchig, dann ist es ein gutes Zeichen, dass ihr sie eigentlich fertig verarbeitet habt. Und dann schnappt ihr euch euer Mikrofasertuch, wischt die Überreste hier ab und dann sind die auch schon fertig. Das Schöne ist, jetzt, ich habe euch zwar vorher gesagt, dass man ohne ein entsprechendes Licht die Polierergebnisse nicht beurteilen kann. Das sieht man jetzt sogar ohne Kontrolllampe. Weil jetzt, nachdem wir es korrigiert haben, ich meine, vorher haben wir gesehen, vorher war es eine Fläche und wir haben keinen Unterschied gesehen. Jetzt sehen wir eindeutig, dass dort, wo wir nicht poliert haben, der Lack so richtig schön blass, milchig und vergraut ist. Und da haben wir jetzt eine richtig schöne, tiefe, satte, dunkle Farbe erzeugt. Also das ist schon mal super, aber das absolut beeindruckende Ergebnis kommt jetzt. Und da, also da muss jetzt ich auch ganz persönlich sagen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir so ein krass gutes Ergebnis werden erreichen. Aber auch da müssen wir jetzt wieder über Erwartungsmanagement reden. Ihr seht, ein paar kleine, feine, runde Kratzer sind noch da. Aber das können wir nicht erwarten, dass wir das von Hand rauskriegen. Aber trotzdem, schaut euch mal den Unterschied zu vorher an. Und was wir jetzt in relativ kurzer Zeit, nicht vergessen, wir sind noch ganz kurz auf dem Lack drauf gewesen, was wir in so kurzer Zeit hier erreicht haben, mit einer einfachen Handpolitur. Es braucht nicht immer teures Equipment und Maschinen und Pads und Polituren. Schaut euch mal an, was wir hier für ein unglaublich gutes Ergebnis erzeugt haben. Ja! Sieht wirklich, wirklich gut aus. Ihr habt gesehen, dass ich mehrere Flächen auf einmal bearbeitet habe und dann nachher erst mit dem Tuch hinterhergegangen bin. Das geht mit dieser Politur relativ gut, das geht aber nicht mit allen. Insbesondere dann nicht, wenn ihr in der Sonne arbeitet und der Lack relativ warm oder sogar heiß ist. Dann würde ich euch lieber empfehlen, arbeitet in kleineren Bereichen und nehmt die Politur dann nachher sofort, wenn ihr den Bereich bearbeitet habt, ab. Einfach damit ihr da das Risiko vermeidet, dass die Politur anfängt festzukleben. Ihr habt im Video auch gesehen, dass ich ganz bewusst und absichtlich über die unlackierten Kunststoffteile drüber bin, obwohl Sonax da hinten ganz klar sagt und empfiehlt, dass man das nicht macht, beziehungsweise, dass man vorher einen Kunststoffpfleg auftragen soll. Das passiert halt relativ gern, wenn man mit Polituren auf so unlackierte Kunststoff kommt. Ich würde es euch ganz klar nicht empfehlen. Lönnt so Flächen entweder aus oder klebt sie euch vorher ab, damit so weisse Striche und Streifen, wie ihr es hier jetzt seht, nicht passieren. Jetzt habe ich euch ja vorher gesagt, ihr braucht mehrere oder solltet euch mehrere von diesen Tüchern besorgen. Das ist natürlich die Frage, warum? Ganz einfach, wir nehmen hier ja Politurreste vom Lacken weg und die Tüchli setzen sich irgendwann voll mit diesen Politurresten. Und dann schmieren wir nur noch Politurreste hier auf dem Lack umeinander und nehmen sie nicht mehr wirklich weg. Darum meine Empfehlung, mindestens 3 bis 4 von diesen Tüchli. Auch hier wieder Erwartungsmanagement. Ich bin jetzt ganz schön außer Atem. Ich habe das ganze Auto so weit poliert. Und das ist anstrengend. Es gibt nichts darum zu diskutieren. Das ist sehr, sehr anstrengend. Also wenn ihr euch erhofft, da mit wenig Aufwand und wenig Kraft und wenig Zeit ein gutes Ergebnis zu erreichen, das könnt ihr vergessen. Das ist halt der Preis, den wir zahlen, dass wir hier von Hand und nicht mit Maschinen arbeiten. Also es ist schon ein bisschen Arbeit und es geht auch ein bisschen auf Kondition.
Das ist jetzt zwar ein bisschen eine Werbeveranstaltung, aber es ist mir persönlich relativ wichtig und ich finde es so wichtig, dass wir über solche Sachen reden. Schaut euch mal die Flasche von der Sonax Extreme Ceramic Polish All-in-One an. Wir haben hier kein einziges Warnsymbol und keinen Sicherheitshinweis. Schaut mal die Flasche von anderen Polituren an, da haben sie teilweise ein Ausrufezeichen oder ein Lungensymbol drauf. Das heisst, die haben definitiv bedenklichere Inhaltsstoffe. Das ist also ein Produkt, das ich auch mal ruhigen Gewissens kann, ohne Handschuhe verarbeiten. Ich kann das ruhigen Gewissens jedem und jeder empfehlen. Und das ist halt eine Sache, die ich auch finde, die ist wichtig, dass man das auch beachtet. Das ist mitunter ein Grund, warum ich gerade das Produkt so gerne mag. Jetzt habe ich ja vorher schon gesagt, der Vorteil von einer All-in-One-Politur ist, dass wir uns gleichzeitig auch noch eine Versiegelung auftragen. Und auch da wieder Erwartungsmanagement. Eine All-in-One-Politur, die gleichzeitig poliert, das heisst gleichzeitig versucht, etwas zu entfernen, nämlich Lackdefekt, und gleichzeitig versucht, etwas aufzutragen, eine Versiegelung, wird immer ein kompromissbehaftetes Produkt sein. Das heisst, wir dürfen da jetzt nicht erwarten, dass die Versiegelungsleistung gleich gut ist wie bei einer dedizierten Versiegelung. Wie zum Beispiel bei einer Keramikversiegelung, Polymerversiegelung, einem Wachs oder sonst etwas. Nichtsdestotrotz ist hier eine Versiegelungskomponente enthalten. Ihr habt gesehen, ich habe mir hier in einem Viereck nochmal die All-in-One-Politur verarbeitet. Und jetzt schauen wir mal, wenn man hier Wasser auf die Haube sprüht, wie sich diese Versiegelungskomponente verhalten. Ja, und ich glaube, ihr habt es eindeutig gesehen. Ich meine, ihr seht sie jetzt noch. Das ist natürlich nicht das gleich gute Abhellverhalten wie jetzt von einer Keramikversiegelung. Bei der Sonax wäre das zum Beispiel die Sonax CC Evo, die Sonax CC One oder unsere Polymerversiegelung namens Polymer Netshield. Nein, das ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz seht ihr, wir haben einen durchgehenden Wasserfilm auf der ganzen Haube. Und da, wo ich es aufgetragen habe, haben wir einen schönen Wasserfilm, der aufreißt. Was können wir da von so einer Versiegelungskomponente erwarten? Wir können erwarten, dass sie uns die Reinigung das nächste Mal nach dem Polieren einfacher macht. Wir können erwarten, dass das Auto nicht mehr ganz so schnell und ganz so stark verschmutzt. Und durch das hilft uns die Versiegelungskomponente einfach, das Auto länger sauber zu behalten. Vor Kratzen, vor neuen Kratzen, schützt uns die Versiegelungskomponente nicht. Und jetzt weiss ich jetzt schon genau, dass einige von euch werden fragen, ja, wie lange hält denn die Versiegelungskomponente? Das kann man immer nur ganz, ganz schwierig beantworten, weil jeder von uns hat andere Voraussetzungen. Wir fahren unterschiedlich viele Kilometer. Bei der einen steht das Auto in der Garage, bei der anderen steht es die ganze Zeit draußen. Und so muss man sagen, realistischerweise, wenn ihr euer Auto mit dem behandelt und nachher in die Waschanlage fahrt, rechnet mal mit 1 bis 2 Wochen. Länger wird so etwas nicht halten. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit und Mühe investiert und das Auto von Hand wäscht, dann würde ich einmal sagen, ein paar Wochen können wir da schon erwarten, rein von der Versiegelungskomponente. Das Polierergebnis wird ganz klar nur so lange halten, wie ihr dazu bereit seid, Mühe in die Pflege zu investieren. Nochmal, wenn ihr die Waschanlage fahrt, werdet ihr sofort wieder neue Kratzer drin haben. Wenn ihr das Auto von Hand wäscht, könnt ihr schon damit rechnen, dass das Polierergebnis, das wir hier haben, also die Reduktion der Kratzer, ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate halten wird. PS, und damit ich mein Lieblingswort einmal mehr gesagt habe, Stichwort Erwartungshaltung. Es steht hier zwar Ceramic auf dieser Flasche drauf, das ist aber keine Keramikversiegelung. Bitte behandelt das nicht wie eine und bitte verstönt das nicht wie eine und bitte, falls ihr professionelle Aufbereiter sind, verkauft das auch nicht als eine. Da sind irgendwelche keramische Derivate drin, das sind vor allem Silikon. Nochmal, das ist keine Keramikversiegelung, das können wir von so einem Produkt nicht erwarten. Bevor wir zum Abschluss und zum Fazit von dem Video kommen, noch zwei letzte Fragen, die wahrscheinlich viele von euch auch noch interessiert. Wie viel habe ich denn jetzt von dieser Flasche verbraucht? Ungefähr ein Viertel. Das heisst, ihr könnt locker euer Auto mindestens 4-mal mit so einer 500 ml Flasche behandeln. Wenn ihr ein kleines Auto habt, tendenziell auch noch ein bisschen mehr. Und dann noch die zweite Frage, wie lange habe ich denn jetzt gebraucht? Ein bisschen mehr als eine Stunde. Wobei, jetzt muss man dazu sagen, der Dacia hier hat jetzt nicht überall Lackflächen. Der Dacia ist jetzt kein riesengroßes Auto. Das heisst, ich würde an eurer Stelle, insbesondere wenn ihr das zum ersten Mal macht, mal mit mehreren Stunden rechnen.
Das ist halt der Kompromiss, den wir eingehen, wenn wir das Auto von Hand polieren. Wir brauchen mehr Zeit und wir brauchen auch mehr Kraft. Das haben wir in dem Video ganz klar gesehen und das haben wir auch ganz klar gesagt. Das ist mir nämlich persönlich ganz wichtig, dass wir da offen, ehrlich, transparent sind mit euch und keine falschen Erwartungen wecken. Wir haben auch gesehen, wir erreichen eine absolut krasse Verbesserung vom Lackbild, aber wir dürfen bei einer Handpolitur eben auch nicht erwarten, dass wir jeden Kratzer rauskriegen. Da müssten wir dann gleich wieder über eine Maschinenpolitur oder auch über den Gang zum Profi nachdenken. Jetzt kommen wir aber zum Fazit. Und für mich persönlich das Wichtigste ist in dem Video, dass ich euch zeigen kann, jeder von euch kann polieren, von Hand. Und jeder von euch kann das am Samstagnachmittag draussen im Garten, in der Einfahrt oder in der Garage machen. Der einzige Tipp, den ich euch hier noch gerne will, der ist relativ wichtig, macht das nicht auf brennend heißem Lack. Schaut, dass das Auto im Schatten steht, dass der Lack mindestens warm, besser wäre noch kühl ist, dann funktionieren die Polituren besser. Wenn der Lack wirklich brennend heiß ist, weil das Auto in der Sonne gestanden ist, könnte das Problem geben. Also da lieber schauen, dass ihr auf kühlem Lack arbeitet. Ansonsten, habt ihr gesehen, jeder von euch kriegt das her und vor allem haben wir gesehen, dass wir auch mit einer Handpolitur eine brutale Verbesserung herkriegen. Wir kriegen viele Kratzer aus dem Lack raus, wir haben eine schöne, satte Farbe wieder. Und wir können dafür sorgen, dass unser Auto wieder ein bisschen besser dasteht und der Lack schöner glänzt. Und dann hoffe ich jetzt, dass ich mit dem Video einige von euch Lust darauf gemacht habe, das selber mal am Auto auszuprobieren. Ganz ehrlich, bei einer Handpolitur könnt ihr ganz, ganz wenig falsch machen, insbesondere wenn ihr den Tipps folgt, die ich euch hier in diesem Video gegeben habe. Dann schließe ich das Video jetzt mit unseren berühmten letzten Worten. Bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.